Liebe Freizeitparkfreaks, wir machen gerade noch eine Runde Geocaching nach den Impressionen von der Welt der Freizeitgestaltungsmesse im Kalker Wunderland. Erstmal ein dickes Lob ans Kalker Wunderland und an die Geschäftsführung und an die Organisation. Super gut organisiert, aber ich muss euch jetzt wunderschöne Impressionen mal übermitteln. Sonnenuntergang, Windräder und ein Heißluftballon. Es ist mega geil. Wir müssen jetzt ein bisschen laufen und wir suchen gerade schon den Cache Nummer 2. Der erste war in einem Waldstück, aber ich zeige euch jetzt mal was ganz, ganz Cooles. Guck mal. Ist das nicht geil? Ist das nicht eine coole Aussicht? Und da ist der Heißluftballon. Und ja, da ist ja ein Aussichtspunkt für den Förster. Voll geil. Hat schon so ein bisschen was Mysteriöses so mit der Sonne dahinter. Das sieht schon geil aus, oder? Und ja. Impressionen durch den Verdauungsspaziergang nach der guten Küche von der Kalker Messe haben wir uns gedacht, wir müssen uns noch ein bisschen bewegen und deswegen machen wir gerade ja Vlog Nummer 2 über Geocaching und Mademoiselle rennt schon davon, weil sie eben noch gesagt hat, sie stand vorm Feld und sagte, das sind noch 200 Meter. Ja, ich muss sagen, aber hier ist schon sehr geil, um einen Cache zu verstecken. Also für alle, die es noch nicht wissen, was Geocaching ist, es ist eigentlich eine moderne Schnitzeljagd. So wie wir verstecken auch Caches in unterschiedlichen Versteckarten. Und so machen das natürlich auch andere Geocacher. Und dann gibt es halt, wie ich ja schon im Vorvideo schon gesagt habe, im Endeffekt die Wikinger, die die Caches zerstören. Also wenn ihr irgendwo mal irgendwas findet in der Natur und da steht, das ist ein offizieller Cache von geocaching.com. Lasst den bitte da, zerstört den bitte nicht. Oh mein Gott. Ich habe kurze Hose und ich laufe über ein Feld mit Brennnesseln. Also, nochmal ein Tipp vorab für Geocacher, die anfangen wollen oder die neu in dem Bezirk sind des Geocachings. Ich nenne es mal Bezirk, weil es ist ein ja, Bezirk der Freizeitgestaltung. Man kann auch sagen, Bereich der Freizeitgestaltung. Zieht euch bitte lange Klamotten an. Macht nicht den Fehler wie ich. Mit kurzer Hose. Aber für diese wunderschönen Eindrücke der Natur gehe ich auch gerne durch dieses Feld, egal wo wir gerade sind. Also ist das geil? Ist das geil? Um einfach euch diese Eindrücke auch zu übermitteln, was die Natur Schönes hergibt. Und deswegen mache ich Geocaching seit 5 Wochen, 6 Wochen intensiv, weil ohne diese Caches, diese Verstecke, würde ich solche Punkte, die wir hier gerade sehen, gar nicht wahrnehmen können, weil ich gar nicht wüsste, dass es diese schönen Punkte gibt. Und Mademoiselle ist schon orientierungstechnisch on tour und guckt, wo wir hin müssen. Ich laufe jetzt mal als kleiner YouTube-Blogger hinterher. Wie gesagt, wir machen halt bei Freizeitparkfreaks Freizeitgestaltung jeglicher Art, also nicht nur über die Parks, sondern auch Geocaching, Lost Places, Kreuzfahrten, ja, Übernachtungsmöglichkeiten testen wir für euch. Also abonniert den Kanal auf jeden Fall, aktiviert die Glocke, teilt dieses Video auf jeden Fall mal. Und jetzt gebe ich euch noch ein paar Impressionen von dieser wunderschönen Natur-Flavor-Geschichte und versuche nicht in Brennnesseln zu treten und versuche keine Zecke abzukriegen. Aber was tue ich nicht alles für euch? Lasst ein Abo da. Auf jeden Fall und aktiviert die Glocke. Und? Was? Ich glaube, das wird noch ein Lost Place Video hier, Chris. Wir haben da noch was gefunden. Wie viel Meter? Ja, geh rein. Ich komme hinterher mit meiner kurzen Hose. Ich rock das. Aber hier ist auch alles platt getreten. Deswegen. Das ist die
Die Tonne. Die habe ich eben auch schon. Aber hier ist alles. In welche Richtung denn? In welche Richtung zeigt der Pfeil denn? Nach unten? Ich stehe eigentlich so da drauf. Mach das doch mal größer. Dann kannst du ja noch gucken, wie viel Distanz. Also nach unten. Also in die Richtung. Jetzt stehst du richtig? Da, ja. Ist doch der Bunker. Kann der Bunker sein, ja. Ist nur die Frage, ob oben oder unten. Ne? Dann geh. Was ist denn der Hinweis? Geh mal zurück und guck mal auf Hinweis. Um den Pfeil, genau. Dann gehst du mal auf Hinweis. Nicht oben drauf, der Eingang ist auf der anderen Seite. Dann muss das unten der Bunker sein. Nicht oben drauf. Auf der anderen Seite. Das wird aber lustig. Unten, wenn du die Distanzgeschichte anwählst, unten rechts. Ja, das ist die, genau. Nicht oben drauf, sondern unten. Da müssen wir echt runter. Da hinten ist ein Rohr. Mal gucken, was im Rohr ist. Vielleicht ist das auch ein Text, ein Hinweis, der irre führt. Weil da hinten ist, guckt ein Rohr aus dem Boden. Ist nix? Also jetzt sagt er 0 oder wie viel Meter sagt er? Ja. Deshalb. Das ist der Eingang dann, ja. Also wie gesagt, ihr könnt euch die App geocaching.com runterladen, die ist kostenfrei. Ihr könnt 2 bis 3 Caches von den Grünen machen, allerdings keine Quiz oder sowas. Oder ja, mehr stationshafte Caches, wo man dann halt auch Aufgaben lösen muss. Das kostet halt im Monat 3,30 Euro, also alle 3 Monate 9,90 Euro. Ich kann es empfehlen, das Abo definitiv zu machen, das Premium-Abo, weil günstiger kann man sich eigentlich nicht in der Natur aufhalten, um auch irgendwo einen Reiz zu haben. Klar, die Natur hat immer einen Reiz, aber sie so zu erkunden, wie wir das gerade machen. Also ne, für alle, die da nichts mit so am Hut haben, macht das erstmal, sammelt ein paar Erfahrungen, ladet euch einfach die kostenlose App runter. Die Premium ist es auf jeden Fall das Geld wert. Oder was sagst du dazu? Ja. Geh ich mal hoch zum. Ne. Nö. Oder da. Aber der hat ja gesagt, nicht oben drauf. Der Eingang ist auf der anderen Seite. Vielleicht muss man so außen rum, um da hinzukommen. Ich befürchte, dass das auf der anderen Seite ist. Weil wir müssen dazu sagen, gerade hier ist es einfach auch platt getreten. Daran sieht man halt, dass andere Leute hier auch gewesen sind. Aber dafür sind hier eindeutig zu viel Brennnessel. Obwohl ich sagen muss, hier ist es eigentlich ziemlich kaputt getreten. Aber ich habe halt. Ich habe ein Hey gehört. Wo? Wo? Ist der platt getreten? Also der sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, muss ich sagen. Definitiv. Aber ich möchte da jetzt mit kurzen Beinen nicht unbedingt rein. Aber der hat ja auch was gesagt von der anderen Seite, ne? Weil du kannst da drüben, wo wir eben hochgegangen sind, kannst du auch auf die andere Seite gehen. Ah, Peak. Ja, aber wo?
Null. Ja. Das ist super. Also ich glaube, der Baum da hinten ist ein Loch. Kannst du, warte mal. Hier ist 0 Meter. Guck mal, den Baum da unten, da ist ein Loch. Ja, guck ich. Hier ist ein Loch. Wo? Okay, ich hänge gerade mit unter dem Baum. Hä? Wo hast du denn da ein Loch gesehen? Nee. Ich weiß nicht, wo du da ein Loch gesehen hast. Was mich nur irritiert. Okay. Also das sind dann wieder so Caches, die sind dann richtig kompliziert, weil man einfach zu viele Impressionen hat, wo das sein könnte. Das ist das Problem. Aber der gute Herr hat geschrieben, es ist nicht oben, es ist... Ja. Auf der anderen Seite. Ja, ist die Frage jetzt... Beschreibung? Ja. Beschreibung, ja. Neue Seite 1. Was? Abenteuerwesel. Dieser Catch ist etwas für die abenteuerlustigen Schatzsucher. Ja, merken wir. Beim Erforschen der Umgebung meines Heimatsdorfes Wissel habe ich diesen tollen Platz gefunden. Also schnell die Koordinaten eingemessen und das Döschen platziert. Bei diesem Catch solltet ihr auf jeden Fall Kleidung tragen, die richtig dreckig werden darf. Zudem ist der Catch für Leute mit Platzangst, ja, das war nicht da drin. Und Kinder sollten hier auch nur in Begleitung eines Erwachsenen hingehen. Yeah. Auch eine Taschenlampe könnte hier ganz hilfreich sein. Ja, der wird von der anderen Seite sein, nicht von der Seite, wo wir gerade gekommen sind. Der wird einmal hier runter und dann einmal durchs Gebiet durch. Happy Birthday. Dann werden wir mal gucken. Taschenlampe habe ich mit. Wir gucken. Weil ich wollte jetzt nicht da runterfallen. Das ist ja lustig. Ja, du kommst da nicht hin, weil das direkt runter geht. Du musst da lang und dann musst du rechts dich halten. Ja, am Feldrand entlang. Das ist jetzt mal ein aufregender Cache. Weil ich befürchte, das sieht nach Rohr aus oder durch gebückte Haltung. Gut, dass ich die Taschenlampe wieder eingepackt habe. Ich hatte nämlich für unser Volleyball Belgien Aufenthalt, habe ich die rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, die brauchen wir eh nicht. Das wird lustig. Also wir laufen jetzt mal am Feldrand entlang und hoffen, dass wir jetzt hier gleich keine bösen Rufe hören von runter vor meinem Feld, vor meinem Acker. Aber wir müssen hier irgendwie rechts reinkommen. Eieieiei. Das wird ja lustig. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Eindrücke, die Impressionen hier gerade von Friedhof der Kuscheltiere. Eieieiei. Das ist aber knackig. Wir kommen nicht von der Seite rein, oder? Sieht nicht danach aus. Nee. Das sieht nicht danach aus. Ja, zurück. Also, das war der falsche Weg. Ja, wir gucken, dass wir jetzt hier nichts kaputt treten. Im Interesse des Bauerns. Zum Glück ist er jetzt gerade nicht in seinem Aussichtsblattförmchen und schießt auf uns. Komisch, komisch, komisch. Interessanter Cache.
Was mich nur wundert, dass hier Fußstapfen sind und dass hier alles abgetreten ist. Naja, gehen wir mal wieder ins Gebiet rein. Dann müssen wir ja irgendwie unten, aber wie? Ne, hier. Ja, oder hier. Hier, ich habe schon gefunden. Ja, das Thema Abenteuerlustig hat eine ganz neue Bedeutung. Ich sehe schon, ich sage ja, Friedhof der Kuscheltiere. Leck mich. Er muss ja irgendwie in die Richtung kommen. Also den. Aber wie willst du sonst zum Eingang kommen? Da muss er von der. Ups. Andere Seite. Da hat er sich ja was einfallen lassen. Wie kommt man denn auf so ein Versteck? Richtig gut. Ne, geh mal hier. Eine Schauke? Tatsache. Ja, drück mal weg. Einfach wegdrücken. Kann ich jetzt nicht. Der ruft immer zu so passenden Momenten an. Wenn ich ihn wegdrücke, heißt es, dass ich keine Zeit habe. Ja, das ist ja das, was ich sagte. Das ist aber lustig. Ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, wir können aber hier runter irgendwie. Das geht hier, guck mal. Hier hoch ist.